Hallihallo, der Marc von Pesto Wien ist hier und bei mir ist die Sandrine. So, du darfst deinen Mund jetzt runter tun. So, also, wenn sich alle fragen, warum ich jetzt diese Brille immer noch auf habe, weil ich ständig sehschlecht bleibe. Ist ein kleiner Corona-Witz. Nein, also ich muss mittlerweile, wenn jetzt jemand, was wir im Moralbereich machen, muss ich, weil die Zahlen so steigen, mittlerweile seine blöde Brille aufhaben. Macht ja nichts. Sieht aus, wie wenn ich beim Paintball spielen würde. Was ist Paintball spielen? Kennst du Paintball spielen? Ja, ich liebe es. Echt? Das ist geil, oder? Ich liebe es. Macht so viel Bock. Hast du nicht mal gespielt? Ja, schon zweimal. Und was mit kaum mit blauen Flecken so? Ich habe es zweimal, ich genau hier gekriegt, wo kein Schutz war und zwar dann ziemlich blutig. Aber ich liebe das so, ich liebe das so Paintball, das ist so geil, das ist wirklich. Macht so Bock. Ja, Sandrina. Ja gut, Paintball spielen, weiß gar nicht, ob das erlaubt ist mit Corona. Ich glaube, das ist halt frei. Ja, kann schon sein. Ich glaube schon. Ja, die Kugeln werden kein Corona bekommen. So, meine Lieben, also wir machen ein Scoop-Piercing mit Betäubung. Du hast gerade was erzählt, mit deinem, du hast schon eins gehabt? Ja, also ich habe ein Zungenpiercing, natürlich habe ich eigentlich noch immer, nur ich vergesse jedes Mal das Stäbchen zurück zu reinzugeben. Aha. Und ich war schon so besessen auf dieses Scoop und dachte mir so, okay, wenn ich es eh andauernd vergesse, dann lasse ich jetzt einfach einen Scoop machen, weil das kann man nicht okay. Machen. Okay, aber warum hast du es denn rausgenommen? Einfach mal so zum Durchreinigen, okay. Weil es mal nicht kurz gestört hat. Ja, okay, klar. Ja, ja. Sachen. Bei bestimmten Sachen. Beim Paintball spielen meinst du natürlich. Zum Beispiel. Das hat ja auch mit Band zu tun. So. Auf jeden Fall, also Spaß beiseite. Ja. Klar, ich meine, nur wenn man es natürlich nicht mehr reintut, irgendwann wächst es zu. Ja. Das hast du wahrscheinlich gemerkt. Ja. Ja. Gut, ein Scoop-Piercing kannst du nicht raustun. Ja. Dann kannst du schon, aber wenn das Scoop-Piercing raustut, ist es eigentlich vorbei. Ja? Mhm. Also, das ist wirklich ein Piercing, das drin bleibt. Mhm. Kugeln sind dann auch kleiner dafür natürlich. Es fühlt sich in der Zunge auch ganz anders an. Okay. Ja? Mhm. Auch bei bestimmten Sachen. Aber ich weiß es nicht. Ich habe es nicht beurteilt, aber ich habe es gehört, ich habe es mir sagen lassen. Okay. Dreh dich mal rüber, meine Liebe. Okay. So, zu mir. Zu dir. Mhm. Was machst du sonst so? Zu Sport oder? Zur Schlange? Danke. Ist eher genetisch. Ich bin Köchin. Oh. Ja, ganz kurz, sag mal. Ja? Hier, Köchin, kein Gramm Speck. Probierst du auch was? Du kochst oder? Ja. Ja? Immer. Wirklich? Okay, gut. Was, wo kochst du? Ich gehe jetzt in die Steiermark zu der Geigerin. Da arbeitet ein Bekannter von mir und der braucht Hilfe. Aber davor war ich eine Zeit lang in England. Okay. Ich habe dort in einem Hotel gearbeitet. Kann ich aber aussprechen? Probieren wir immer so wieder. Ja, aber sieht nach dem anderen Stil geil. So. So, und du bist wie alt? 26. In England, okay. Mhm. Ja gut, aber jetzt willst du auch nicht mehr sein, ne? Wegen dem ganzen. Ich wollte schon wieder zurück, aber es ging eigentlich nicht. So, also wegen Brexit und alles, ist ja alles kompliziert, oder? Ja, genau. Und es hat sich eigentlich auch überhaupt gar keiner gemeldet. Also okay. Von wo ich mich halt beworben gehabt habe. Und ja. Und du bist der klassische Köchin, das hast du ganz alles. Nicht alles, aber vieles. Das meiste. Schön, ne? Aber gut, Köchinnen gibt es schon viele, aber meistens sind es doch Männer, oder? Es ist sehr männerbezogen. Schon, ne? Ja. Ist schon männerbezogen, gell? Aber mittlerweile gibt es auch schon sehr viele Frauen, die das machen. Du, das glaube ich auch. Also, ihr könnt ja auch irgendwas. Also, daheim kochen auch viele Frauen. Wobei, auch ich koche zu Hause. Ich bin der Mann, der kocht. Ja? So, schau mal. Willst du es mit Glitzerstein oder ohne Glitzersteinchen? Ich finde es ja mit Glitzerstein schöner. Ja. Ja? Ja. Dann immer weiß, oder? Wo soll der Hellbar jetzt noch? Ist das schön, ne? Nein, es ist glaube ich, alles irgendwie, ich würde es weiß nehmen. Okay. Ich finde so, ne, das ist Tattoos, da liegen weißen DA, ich würde es weiß nehmen, das ist so overall. Später gibt es schon zum Beispiel, ich finde auch dieses Türkis oder das Fuchs hier, dieses Hot Pink, gibt es so tolle Farben. Okay. Aber ich würde, finde für den Anfang ein bisschen mit Weiß gut aufgestellt und in 6 Wochen kannst du dann reinmachen, was du Bock hast. So, meine Liebe, gut, die Betäubung soll ja schon wirken. Ja. Hast du gemerkt, der Schnabel ist taub. Und jetzt bist du quasi gerade zu Hause in Österreich sozusagen. Ja. Und jetzt gehst du in die Steiermark. Genau. Ist das im Skigebiet dann oder wo bist du da? Ja, das ist Skigebiet. Ja, das ist so die Frage, wie wir da dieses Jahr kommen. Ne? Dieses Jahr wird es ein bisschen
Ja, so laut meinen Bekannten sind da ziemlich viele Deutsche unterwegs, trotz der Krise irgendwie. Ja gut, momentan glaube ich, ist es auch noch so, dass also im Land drin, in Österreich sind viele Leute unterwegs, das kriege ich auch mit, das merkst du auch so. Aber so insgesamt glaube ich, das Problem wird sein, jetzt ist ja noch September, wenn jetzt die ganzen Risikowarnungen hochgehen und halt dann Länder wie Deutschland wegfallen und Tschechien und wie sie alle heißen, dann wird es halt irgendwann problematisch mit den Besucherzahlen, glaube ich. Ja. Das haben zumindest viele gesagt, ja. Weil natürlich im Land drin, wir haben zwar viele Österreicher, aber dann doch nicht so viele, um die ganzen Skigebiete zu füllen. Und ich sag's ehrlich, ich habe diese Woche nicht so viel Bock auf Skifahren, weil in der Gondel Maskenpflicht, Abstände, das ist alles klar, da stehst du am Schluss, da stehst du wahrscheinlich Stunden an, um den scheiß Lift zu kommen. Genau, ja. Also ich denke, es wird eine Katastrophe. Und denkst du dann auch, dann kannst du, wie gesagt, wenn du nichts mehr trinken kannst an einer Schneeball, das macht dir irgendwie keinen Spaß dann auch, oder? Ja, irgendwie ist es komisch. Also, ich fahre wirklich total gern Ski, aber dieses Jahr bin ich so, weil ich sage, hey, bringst du das wirklich? Ich hoffe mal, vielleicht im März, wenn man draußen sitzen kann, wieder auf den Terrassen, wenn es ein bisschen wärmer ist, vielleicht ist im März auch schon Impfstoffe da oder Medikamente, dann kann man sich wieder besser geben. Du hast mal Snack bei uns gehabt, ne? Ich noch jünger war. Da macht ja nichts. Soll ich rausstrecken? Du weißt, ich zeige es jetzt an, ich nehme an, du kennst meine Videos. Und ich zeige es mal kurz an. Wenn das so richtig ein bisschen Willen auch auf die Zunge bekommen ist, und das Ding wahrscheinlich. Es kommt ab und zu, dass man so leichte Willen kommt und kommt vom Spielen. So, ganz locker lassen. So, zeigst du mal die Punkte, lass die Zunge noch bis draußen. Mal gucken. Nehmen wir den hier schnell. So. Je nachdem, wie du die Zunge hast. Ich finde das schön. Das passt doch gut. Lass die mal, tu sie einmal rein, die Zunge bitte. Mal drauf aufmachen. Ich finde es gut, die wird zu lassen. Den tun wir den nach vorne korrigieren. Ja, den lassen wir so hinten. Das passt. Das kann man spielen, die Zunge schön. Nicht zu weit hinten, nicht zu weit vorne. Ich finde es für dich schön, ehrlich gesagt, so. Von der Zunge. Manche haben es aber da vorne, aber für deine Zunge anatomisch finde ich es perfekt. So. Dann lassen wir es so. Sandrina, ist okay? Alles gut. Sandrina ist selten, oder? Also, ja. Von was, von wo kommt das? Das ist altgriechisch. Soweit ich weiß. Und warum bist du alt? Hast du einfach so, oder? Hast du da irgendwelche Wurzeln rein, oder? Ich glaube, einfach so. Nicht, ne? Bis Österreich, ne? Und alle um dich herum auch Österreich. Das heißt, ja eigentlich ja Beschützerin der Männer. Also, vielleicht hat das irgendein Mädchen von meinen Eltern. Ja, so. Gut, Sandrina, dann stechen wir mal. So, halten wir locker. Tattoos hast du viele, ne? Ja. Oder ein paar, ne? So was ich ja, so. Arme. 17. Also ich sehe Arme, Beine, ich sehe Dekolleté, Underboobs, oder wird das sein, ja, oder? Ja, seitlich und dann Bauch, hinter den Oberschenkeln. Was hast du da so gemacht, oder was hast du da? Ich hab dort was stehen. Ja, das muss ich nicht sagen, alles gut. Die sind schon cool, so wie Strumpfbänder, oder? Naja, schaut eher aus wie ein Stempel. Okay. So. Wann hast du angefangen mit Tätowieren? Mit 18. Ja. Naja, gut, dann hast du dich ein bisschen. Ja, ein bisschen. Willst du noch mehr, oder? Ja, auf jeden Fall, aber dabei. Wegen Termin ausmachen ist fast unmöglich, da wartet man ewig. Das ist wie bei mir, weil bei mir brauchst du 6 Wochen vorher Termine. Nicht weil ich so wenig arbeite, sondern weil einfach so viel los ist. Zum Ausstrecken, aber ich brauche natürlich für einen Kunden nur 20, 30 Minuten im Schnitt. Ein Tätowierer braucht ja immer 2-3 Stunden gleich. Und da hast du halt, die arbeiten meistens auch nicht so lange, die arbeiten jeder 5-6 Stunden, dann sind die auch fertig mit der Nerven. Und das wird es auch anstrengend, also nicht so, dass es jetzt vorbei ist. Die Spur ist vorher geklappt, schon locker. Geht's? Sollen wir da noch rausstellen? Okay. Passt.
Ja, da war ein Stück, der Stichkanal war in der Mitte drin. Ich habe nämlich genau dort gekreuzt, wo du es früher hattest. Das stört natürlich nicht, ich habe es mir gemacht, weil es optisch einfach so schön war, die Stelle. Gleich fertig. Alles okay? Mhm. Und Semina ist heute noch gebucht spontan, ne? Da habe ich vorher auf Instagram gepostet, nämlich. Hast du gelesen bei Instagram? Mhm. Immer schön lesen, was der Marc schreibt. Der ist echt gut. Das habe ich nur bei Facebook gemacht, aber Instagram ist viel besser, weil es da viel mehr Leute lesen und auch sehen. Dann kann man es auch gleich nutzen. Einmal kurz in die Kamera zeigen vielleicht, da ist es. Sehr schön sieht es aus. Mund zu machen, wie fühlst du dich? Gut. Also es muss so eine Mischung aus, ja ich kenne es schon, weil du so ein bisschen gehattest sein und natürlich ist es komisch, weil es ein bisschen neu ist. Es ist interessant. Interessant, oder? Mhm. Es ist interessant, ist halt, dass es auf der Zunge drauf ist und nicht unten. Genau, ne? Das ist so der Riesenunterschied auch vom Feeling. Also das fühlt sich schon irgendwie cool an. Generell ist es gut so, dass es kaum nichts daran schmeckt wie ein normales Zungenpiercing. Mhm. Also normale Zungenpiercings schwellen etwas mehr an, Scoops eben weniger. Das ist doch diesen Vorteil an der ganzen Geschichte. Und wenn man schon ein Zungenpiercing hat, so wie du, ist natürlich der Riesenvorteil, dass du so einen Memory-Effekt hast. Also dein Kopf sagt so, ah, alles klar, da habe ich was im Mund drin, dann geht es ein bisschen besser als bei jemand, der nie eins hatte. Mhm. Schwellungen können kommen, wenn es schwillt oder irgendwas ist. Am Anfang wirklich kühlen, Eiskugel essen, kühles Getränk, bitte Eisen lutschen nicht, das ist zu kalt, aber kühle Getränke helfen natürlich und mit Kugel Eis kannst du auch essen. Und sonst einfach ein bisschen schonen, Schnabel ein bisschen halten, das geht meistens 2-3 Tage und dann geht die Schwellung wieder runter und hört es wieder auf mit Schwellen. Ja? Das wäre also ganz wichtig, dass du dich da ein bisschen dran hältst. Mhm. Vom Essen trinken, ich erkläre es dir nochmal kurz, Sandrina. Du darfst alles essen und trinken, was du willst, nur die nicht pasteurisierten Milchprodukte weglassen. Okay. Nicht pasteurisiert ist bei dir zwischen, weißt du, nur die ganzen frischen Rohmilchprodukte. Mhm. Fast alles, was du in der Küche hast, ist eh pasteurisiert. Mhm. Das heißt, das kann man alles essen. Normale Milch, normaler Käse, normaler Pudding, alles pasteurisiert. Rauchen, 3 Tage bitte nicht, wenn es geht. Okay. Und oder wirklich ganz wichtig. Aber wenn es 3 Tage nicht geht, ist es umso besser. Mhm. Sonst essen, trinken, was du willst. Das heißt, Cola, Fanta, Bull, Tee, Wasser, Wein, alles egal. Harte Sachen nicht, Wodka nicht, aber nur die ersten 2 Tage keine harten Sachen, über 20%. Okay. Danach kannst du alles trinken. Mhm. Gut. Rumknutschen, damit spielen am Anfang bitte auch noch nicht. 2-3 Tage mal Ruhe machen und rumknutschen sowas eher 2 Wochen, bis wir wirklich dann alle Bakterien aus dem Mund draußen haben. Von der Pflege her, das gebe ich dir kurz schriftlich. Von dir nach brauchen wir dann die Mundspülung und den Mundspray. Mhm. Bitte Hände desinfizieren, bevor du Piercing angreifen sollst, sonst du kannst gerne Marks Golden Hands nehmen oder sonst kennt ihr das schon. Das probieren lassen, probier mal. Bereit mal und riech mal. Das riecht voll gut. Angenehm, ja. Mhm. Wir wollen eine Desinfektionsmittel haben, was nicht so stinkt, wo man auch im Restaurant mal auch spüren kann und denkt, es riecht angenehm und nicht so ein blöder Scheißdreck. Schön, ne? Schön fettig, also schön mit Hose wird sehr angenehm, ja. Mhm. Also Hände desinfizieren, bevor du hingreifst. Okay. Normal fasst man sich nicht auf die Zunge, aber ich kenne das, man hat ein frisches Piercing und dann tut man doch mal mit den Händen. Ne? Dann nimmst du bitte morgens und abends nach dem Zähneputzen Mundspülung. Ich schreibe dir das alles auf, keine Angst. Die Mundspülung, ist ein Testbecher dabei, 10 Milliliter, eine Minute lang spülen, fertig. Okay. Morgens und abends. Mhm. Tagsüber, nach allem, was du rauchst, trinkst, küsst und isst, Mundspray. Okay. Da ist keine Erlaubnis fürs Rauchen, aber wenn man geraucht hat, natürlich und spült danach aus, ist es besser, als wenn man raucht und nicht ausspült. Mhm. Ja? Das heißt, den nimmst du am Tag 10, 15 Mal. Er schmeckt auch gut, macht einen guten Atem, weil du kennst ja frisches Piercing, das macht einen faden Geschmack. Durch das Wunzigkleben, das kriegst du da nicht. Gut, Haare waschen, duschen und Sport ist morgen noch Tag, färben darfst du auch, reden darfst du mal. Frage? Wie ist es eigentlich, wenn es beginnt rauszuwachsen, kann es überhaupt rauswachsen eigentlich? Also ja, es ist ein Surface Piercing, es kann der Theorie nach rauswachsen. Ich hatte bis jetzt nur Fälle von einer Mitarbeiterin, der Janina bei uns, die hatte zum Beispiel, dass es ein bisschen rausgegangen ist auf der einen Seite, etwas ist es schmaler geworden, dann haben wir einfach gewechselt auf einen kürzeren Stab. Okay. Oder eine Banane, das können wir dann anpassen.
wirklich rausgewachsen ist mir noch gar keins komplett. Okay. Meine Zunge, ich glaube auch nicht so dran, meine Zunge ist sehr, sehr fest vom, vom Muskel her. Ähnlich wie eine Brustwarze, die halten wahnsinnig viel aus von der Hautstruktur und ich glaube nicht, dass es rauswächst ganz. Okay. Aber es kann sich etwas verkürzen. Wenn es ist, kommt es zu mir, ich schaue es mir an und dann schaue ich einfach was machen. Okay, super. Weil dann werden Sie gleich lange mit vorne haben. Wenn das okay. Gut, noch Fragen? Was stimmt? Überhaupt nicht. Nicht, super. Mhm. Dann danke ich dir fürs Kommen, Sabrina, hat mich gefreut. Dankeschön. Euch danke fürs Zuschauen, dir danke fürs Filmen lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa. So.